Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 551. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus seiner italienischen Reise. Davor gibt es ein kurzes Gedicht von Rainer Maria Rilke. Ja, wir sind endlich raus aus den Requiems und sind jetzt bei den kürzeren Gedichten angekommen. Das ist sehr schön, da freue ich mich drauf. Davor erzähle ich euch aber noch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Da geht es heute um den FC St. Pauli und den Grund, warum meine Stimme noch etwas belegt ist. Und davor gibt es den Haltungsblock. Aber noch vor dem Haltungsblock gibt es zwei Ankündigungen. Erstens, ich spiele mit meiner Band Tobian. Wir sind ja eigentlich nur zu zweit. Ich weiß immer nicht, ob das eine Band ist, aber Christian und ich. Wir machen Musik am 6.6.24. Das ist ein Donnerstagabend im Open Kitchen. Das ist eins meiner Lieblingsrestaurants in Hamburg. In der großen Elbstraße Nummer, muss ich nochmal hier gucken, was steht da? 133. Das ist da, wo auch Lust auf Italien ist, da in der Mitte von diesem Altonaer Fischmarkt, diesem langen Gebäude. So, und da freue ich mich drauf. Die im Open Kitchen sind mir ans Herz gewachsen, das sind ganz liebe Leute. Und die haben jetzt angefangen, so Musikabende zu machen. Und ich gehe ja sehr gerne mittags hin. Es gibt einen ganz fantastischen Mittagstisch zu sehr fairen Preisen, äußerst hohe Qualität, sehr, sehr lecker und eben auch total nette Leute. Und die Abendkarte, die hat es in sich, das ist richtig toll. Ich war jetzt schon zwei, dreimal abends da und das ist halt ganz hohes Niveau und entsprechend sind die Preise dann natürlich auch nicht so. Also es ist nicht so wie beim Italiener um die Ecke oder beim Griechen, wo man für 8,90 Euro sich irgendeine Pizza aussuchen kann und die teure Pizza ist die mit den Garnelen für 12,90. So ist es da nicht. Also da kann man schon Geld loswerden im Open Kitchen. Aber auch abends gibt es Sachen, die okay sind. Ne? Also zum Beispiel ein Cheeseburger, der kostet dann irgendwie 21,50, aber ist dann halt auch nicht einfach nur ein Cheeseburger, sondern ja, ganz, ganz hohe Kunst, auch in vegan erhältlich oder den Edelbackfisch für 24 Euro. Das ist schon nicht einfach nur Backfisch, sondern da ist dann so ein bisschen Ponzu-Soße, ein bisschen Teriyaki-Soße und sowas irgendwie alles mit drin. Also sehr, sehr geil. Macht, ich glaube, es ist Miso und nicht Ponzu-Soße bei dem Backfisch. Egal. So, macht auf jeden Fall was her. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einen Tisch reserviert für den 6.6. Da machen Chris und ich dann Begleitmusik zu eurem Essen und es wird ein sehr, sehr netter Abend. Die Plätze sind begrenzt und die ersten sind schon reserviert. Ihr müsstet also dann jetzt demnächst da anrufen und einen Tisch reservieren. Grüßt schön von mir. Dann weiß Marie auch Bescheid, woher ihr kommt, wie ihr drauf gekommen seid. Die machen aber auch richtig toll Werbung. Also haben einen Flyer gemacht. Meine Herren, das ist richtig toll. Also 6.6. im Open Kitchen. Wir sehen uns und ich freue mich auf euch. Und die andere Ankündigung, die ich machen wollte, bevor ich in den Haltungsblock starte, ist, dass ich ja mit diesen Haltungsblocks angefangen habe, um meine Haltung zu transferieren. Es gab jede Menge Feedback, 99% davon positiv. Von dem 1%, das negativ war, weil sie sagten, jetzt funktioniert es nicht mehr so für mich, waren trotzdem die Mehrheit, also irgendwie 80% von diesen 1%, ich weiß die genauen, die Zahlen nicht, ich habe das nicht genau gemessen, aber so gefühlt hat davon auch die Mehrheit gesagt, ja, okay, ich kann jetzt nicht mehr dazu einschlafen, aber ich freue mich, wenn du trotzdem damit weitermachst, weil es einfach wichtig ist, die Haltung zu transferieren. Und das hat mich einfach so sehr gefreut und es hat mir auch viel bedeutet, das jetzt zu machen. Und ich möchte es jetzt aber wieder ändern. Und zwar werde ich jetzt nur noch in jeder zweiten Sendung einen Haltungsblock machen. Und heute kommt noch einer, weil ich das ja jetzt noch nicht angekündigt habe, aber in der nächsten Episode wird dann keiner sein. Das heißt, wobei, eigentlich müsste ich es genau andersrum machen. Heute ist eine ungerade Episode und eigentlich will ich mich ja gerade machen mit Haltung zeigen. Also sollte ich in den geraden Episoden, mache ich einen Haltungsblock. So mache ich das jetzt einfach ganz spontan und der Haltungsblock von heute, der kommt dann einfach nächstes Mal. Gibt heute keinen Haltungsblock. Hey, das ist doch mal eine gute Entscheidung. Ja, so machen wir das. Genau, das sind die beiden Ankündigungen und den Haltungsblock bringe ich dann beim nächsten Mal. Ja, warum mache ich das? Also erstens als Dank an euch für das tolle Feedback und eben auch um den Leuten, die gesagt haben, hey, jetzt kann ich nicht mehr so gut dazu einschlafen, wenigstens so die Hälfte der Episoden so zu gestalten, dass sie doch dazu einschlafen können, weil es eben nicht um Haltung geht und keine Problemthemen gewälzt werden. Und ja, dann können sie jetzt die ungeraden Folgen, könnt ihr jetzt ohne
Haltungsblock genießen einfach nur Entspannung pur. Es sei denn, ihr seid St. Pauli-Fans oder HSV-Fans oder so. Es kommen natürlich immer mal wieder Themen, wo dann der eine oder andere sich eben doch nicht entspannen kann. In den Folgen mit einer geraden Episodennummer, also die nächste wird dann die 552, mache ich mich gerade und zeige Haltung und da geht es dann nächste Woche, in 2 Wochen wieder weiter. Ja, ich hoffe, das passt so für euch. So, dann sind wir jetzt schon beim Thema der Woche, um euch abzulenken und den Grund, warum ich ein bisschen heiser bin. Und das ist natürlich der FC St. Pauli. Also, Leute, die mich schon länger gehört haben, wissen, ich bin St. Pauli-Fan. Ich habe schon in ganz, ganz vielen Episoden über den FC St. Pauli gesprochen. Ich habe sogar mal einen extra Feed angelegt. Den hat keiner abonniert, weil ich den noch nie beworben habe. Wo ich nur die Episoden, wo es um den FC St. Pauli geht, bewerbe, in denen ich beteiligt bin. Da ist ja auch manchmal Realitätsabgleich oder St. Pop mit dabei. Das heißt, ihr wisst, dass ich Fan bin und wahrscheinlich habt ihr auch mitbekommen, dass wir gestern aufgestiegen sind. Also heute, ich nehme auf, am Montag, dem 13. Mai, heute hat Tia Geburtstag. Hey, herzlichen Glückwunsch, Tia. Mein alter Freund und Trommler-Kollege. Gleich mal anrufen. Genau, so, und am 12. Mai, also am 14. Mai erscheint diese Episode, weil das ist ja Dienstag. Und am 12. Mai 2024 war ein Fußballspiel, das wir uns freudig ersehnt haben, nämlich der FC St. Pauli hat zu Hause am 33. Spieltag der zweiten Bundesliga in der Saison 2023-24 gegen den VfL Osnabrück gespielt. Und die Tabellenkonstellation hat es so ergeben, dass wir unseren zweiten Matchball hatten. Wir hatten schon einen Matchball, wir hätten schon aufsteigen können in der Woche davor, am Freitag, als wir auswärts im Volksparkstadion gespielt haben. Wenn wir da gewonnen hätten, wären wir aufgestiegen. Oder wenn Düsseldorf verloren hätte, wären wir auch aufgestiegen. Aber Düsseldorf hat letzte Woche nicht verloren, sondern gewonnen. Und wir haben verloren gegen den HSV. Herzlichen Glückwunsch zur Stadtmeisterschaft Derby-Sieger HSV. Ich kenne das, wenn man eine Liga niedriger spielt als der Stadtrivale, dann ist so ein Derby-Sieg echt gut für die Seele. Wir haben da 10 Jahre lang von gezehrt. So ungefähr. Nee, wie lange war das? Wir haben 2011 haben wir den Derby-Sieg, sind dann abgestiegen. Und ich glaube, der HSV, wann seid ihr denn abgestiegen? Ist das 18 oder so? Also 7 Jahre lang waren wir Derby-Sieger und Stadtmeister unangefochten, weil es einfach keine Derbys mehr gab, weil der FC St. Pauli aus der ersten in die zweite Liga abgestiegen war. Ganz dramatisch. 2012, also ja, nee, 10 sind wir aufgestiegen. 10, 11 haben wir erste Liga gespielt und im Frühjahr 2011 gab es den Derby-Sieg und den Abstieg. Ja, haben wir auch geglaubt, es gibt einen Derby-Fluch, wenn man das Derby gewinnt, steigt man ab oder gewinnt nichts mehr. Vielleicht ist das so. Vielleicht hat der HSV jetzt den Derby-Fluch, weil sie jetzt gewonnen haben gegen uns. Haben sie leider das Auswärtsspiel in Braunschweig verloren und jegliche Aufstiegsambitionen und Träume verloren. Aber es wäre eh ganz schön knapp geworden, Düsseldorf noch einzuholen. Ja, genau. Wie gesagt, letzte Woche sind wir nicht aufgestiegen und diese Woche war es so, dass wir schon am Samstagabend hätten aufsteigen können. Am Samstag, dem 11. Mai 2024 hat Kiel gegen Düsseldorf gespielt. Und ja, die Tabellenkonstellation ist halt so knapp, dass wenn Kiel gewonnen hätte, dann hätte Düsseldorf uns, also den FC St. Pauli, nicht mehr einholen können. Dann wären Kiel und wir gemeinsam aufgestiegen und wir, ohne dass wir was hätten tun müssen. Aber Kiel war total nett und Düsseldorf auch und hat das so gemacht, dass sie 1:1 gespielt haben. Damit war Kiel direkt aufgestiegen, weil sie nicht mehr eingeholt werden konnten von Düsseldorf, weil sie dann irgendwie 4 Punkte Vorsprung hatten oder so. Oder 5, ich habe es gar nicht so genau im Kopf. So, könnt ihr natürlich nachgucken, ihr habt die Tabelle hier vor mir. Also Kiel hatte 5 Punkte Vorsprung jetzt vor Düsseldorf. So, und wir aber nicht, wir hatten nur 3 Punkte Vorsprung vor Düsseldorf. Und wenn wir verloren hätten, dann wäre es am letzten Spieltag drauf angekommen, dass Düsseldorf nicht mehr Punkte macht als wir. Also Düsseldorf hätte nochmal gewinnen müssen.
wir hätten verlieren müssen, dann wären wir auf Platz 3 gelandet und dann wären wir halt nicht notwendigerweise aufgestiegen, sondern hätten Relegation spielen müssen. Das wäre natürlich unnötig spannend gewesen, das möchte man eigentlich nicht, sondern man möchte immer gewinnen und will direkt aufsteigen. So. Und das Gute an dem Spiel am Samstag war, dass wir eben nicht direkt aufgestiegen sind durch ein Spiel von zwei anderen Mannschaften, sondern dass es quasi in unserer Hand geblieben ist. Aber wir brauchten nur noch einen Punkt, also wir brauchten nur noch einen Unentschieden gegen Osnabrück, um aufzusteigen. In Osnabrück, die sind schon abgestiegen, die haben keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Entsprechend dachten wir natürlich alle, hey, das müsste jetzt endlich doch mal klappen. Also wir wollten eigentlich schon viel früher aufsteigen. Also ich hatte mir eine Auswärtskarte gekauft für den 31. Spieltag. Für den 30. Spieltag. Da haben wir auswärts in Hannover gespielt. 30. Spieltag, das war, steht hier ein Datum? Wieso steht da kein Datum? Doch, 21.04. So, wenn wir in den beiden Spieltagen davor gewonnen hätten, und da haben wir zu Hause gegen Elversberg gespielt und auswärts in Karlsruhe. So, die beiden Spiele haben wir aber verloren und entsprechend konnten wir dann am 30. Spieltag in Hannover nicht gewinnen, aber meine Frau und ich, wir hatten trotzdem Karten. Ich habe dieses Jahr auf Schalke war ich auswärts und in Hannover war ich auswärts. Zwei Auswärtsspiele gesehen. Das ist schon eins mehr als sonst meistens. Also ein Auswärtsspiel versuche ich ja immer zu machen. Dieses Jahr waren es sogar zwei. Auf Schalke wusste ich, dass wir da noch nicht aufsteigen können, aber ich wollte halt gerne mal die Arena auf Schalke sehen. Habe ich, glaube ich, erzählt, ne? Fand ich nicht so dolle. Also gut, wir haben auch verloren, war halt doof. Aber ich mochte das Stadionerlebnis dann nicht. Das mit dem Steiger liegt da am Anfang. Ist das das Steigerlied? Nee, das ist in Aue, oder? Ich weiß das nicht. Irgendein Bergbaulied wurde gespielt. Stadion wurde ganz dunkel und alle haben so Taschenlampen angemacht, so Handyfunzeln. Das war ganz nett. Ansonsten war es einfach nur sehr laut und sehr plastik und sehr, sehr viel Werbung. Also bei jeder Verletzungspause wurde dann Werbung für ein Krankenhaus eingeblendet. Ich mochte es nicht. Das war so ähnlich wie in Köln. Da wird jede Ecke präsentiert von, hast du nicht gesehen, irgendeinem Bauunternehmen oder sonst wie was. Und ist halt sehr durchkommerzialisiert. Ja, gut, darf ich natürlich gar nicht so laut mich drüber beschweren, weil ja der FC St. Pauli die Durchkommerzialisierung per se ist, wie viele Leute glauben, dadurch, dass wir eigentlich nur eine Modemarke mit angeschlossener Fußballabteilung sind. So werden wir häufig dargestellt, weil es so viel St. Pauli-Merch zu kaufen gibt. Der Totenkopf ist halt eine tolle Marke und verkauft sich gut. Ja, machen wir auch. So, aber im Stadion versuchen wir halt den Fußball in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Werbung. Und ich finde, das gelingt uns auch ganz gut und auch die Fairness, die wir da an den Tag legen, Gästemannschaften korrekt begrüßen mit einer Hymne und ordentlich die Spielervorstellung machen. Das finde ich, läuft bei uns alles sehr, sehr anständig und gut und mit Fußball im Mittelpunkt. In anderen Stadien ist das nicht notwendigerweise der Fall. Aber sei es drum. Schalke war zwar ein schöner Ausflug, weil ich mit dem Klapprad und der Bahn hingefahren bin, aber als Stadionerlebnis nicht zu empfehlen. Das Hotel war lustig. Das hieß, glaube ich, Arena Hotel oder so, direkt am Stadion, 50 Euro die Nacht in so einem Einzimmer, ein Einbettzimmer mit Toilette und Dusche auf dem Gang. Waschbecken im Zimmer. Das war gut. Es war sehr lustig und irgendwie auch nett. Ja. Genau, und dann auswärts in Hannover. Als wir dort waren, wussten wir natürlich schon, okay, es wird jetzt kein Aufstiegsspiel mehr, aber als wir die Karte gekauft haben, dachten wir, wenn alles gut läuft, könnten wir da aufsteigen. Aber wie gesagt, die beiden Spiele vorher verloren, dann war es eben nix. Ja, erster Matchball, erste Aufstiegschance beim HSV haben wir verloren. Und jetzt die zweite Aufstiegschance haben wir genutzt, mit einem 3:1 Sieg gegen Osnabrück im eigenen Stadion aufzusteigen. War schon sehr, sehr schön. Also wir haben ja zwei Dauerkarten für die Gegengrade und wir kaufen dann immer noch ein Saisonpaket. Der Unterschied ist, Dauerkarten kann man jedes Jahr verlängern. Wir haben da sogar ein Abo und das Verlängern läuft halt automatisch. Buchen einfach ab, schicken uns eine neue Dauerkarte zu, alles gut. Eine Saisonkarte kann man am Anfang, also kann man vor der Saison kaufen, wenn man Glück hat. Da gibt es halt so ein paar Pakete. Es gibt zwei Unterschiede. Das erste, drei eigentlich.
Das erste ist, die Dauerkarte ist ein Stück Plastik oder auch eine virtuelle, also so eine PDF oder Wallet oder sonst wie was. Und das Saisonpaket sind aber 17 Einzelkarten. Es gibt ja 17 Heimspiele, 18 Mannschaften. Gegen die anderen 17 spielt man halt zu Hause und dann nochmal auswärts, macht 34 Spiele. Bei den 17 Heimspielen hat man dann halt ein Ticket. So, 17 Einzelkarten. Der zweite Unterschied ist, das Saisonpaket ist nicht rabattiert. Eine Dauerkarte bekommt man etwas günstiger als 17 Einzelkarten in der entsprechenden Sitz- oder Stehkategorie. Und es gibt noch einen Mitgliedernachlass und sowas alles. Und der dritte Unterschied ist, und das ist der wichtigste, die kann man halt nicht verlängern. Wenn man einmal eine Saisonpaket hatte, dann muss man im nächsten Jahr wieder hoffen, dass man sich eins von diesen Saisonpaketen ergattert. Und der Andrang da ist sehr, sehr groß. Ich versuche das halt jedes Jahr für unsere Kinder, also diese Saison dann zum ersten Mal nur für ein Kind. Ja, das gelingt halt meistens dann doch nicht, dann irgendwie, dass wir alle vier oder drei Karten auf der Gegengerade haben, da wo wir eben auch die Sitzplatzdauerkarten haben. Also das sind immer die gleichen Sitzplätze, da kann ich meinen Namen drauf stempeln und bleibt da halt so lange, bis ich die Dauerkarte irgendwann mal nicht verlängere oder gestorben bin. Und die Saisonkarten muss man halt gucken, was man denn bekommt. Und ja, da haben wir dann leider für diese Saison wieder nur ein Saisonpaket für die Nord bekommen. Zum Glück hat ein Kumpel von uns, der Holger Krupp vom Dirty Minutes Left Podcast und diversen anderen Produktionen, liebe Grüße Holger, hat ein Saisonpaket für die Gegengerade bekommen und wollte aber nur zu bestimmten Spielen hin und die anderen Spiele hat er uns verkauft und das war natürlich super, weil wir so sehr viele Spiele gemeinsam im Stadion verbringen konnten, aber das letzte Spiel wollte er sich natürlich nicht entgehen lassen. Und war dann selber im Stadion. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Holger, wo warst du gestern? Wo wird er wohl gewesen sein? Im Stadion. Und genau, ich war dann eben auf der Nord, weil unser Kind allein auf die Nord schicken, machen wir dann eher nicht. Sondern dann war halt mein Kind mit meiner Frau auf der Gegengerade auf unseren angestammten Sitzplätzen und ich auf der Nord bei meinen Kumpels vom St. Pauli Pop Podcast, Erik und Markus und Willi und so, ganz liebe Grüße an die lustige Truppe in der zugigen Ecke. Wir müssen endlich mal unseren Fanclub gründen. Es gibt auch einen Live-Podcast, also den haben wir zwar nicht live gesendet, aber Erik hatte ein Mikro dabei und wir haben halt während des Spiels, vor dem Spiel, während des Spiels ins Mikro gelallt. Und das hat er jetzt veröffentlicht. Ich hoffe, er hat alle Stellen, wo ich unanständige Sachen gesagt habe, wieder rausgeschnitten. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch gar nicht reingehört. Das ist heute erschienen. Könnt ihr auch mal hören, wenn ihr mal so Stadionstimmung mitbekommen wollt. Ja, ich also auf der Nord und Spiel fing um 13.30 Uhr an. Bei allerfeinstem Sonnenschein. Die zugige Ecke ist der Stehplatzbereich auf der Nordtribüne, der ganz weit im Osten ist. Ganz im Westen von der Nord ist der Gästebereich. Und ganz im Osten, da wo es zur Gegengerade rüber geht, da ragt quasi der Stehplatzbereich so ein bisschen so in die Ecke rein, aber die Ecke ist nicht geschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr das Millerntor-Stadion kennt oder vor Augen habt. Es sind halt vier Tribünen, Nord und Süd, und dann gibt es die Haupttribüne, die ist im Westen, und die Gegengerade im Osten. Also die heißen dann nicht West und Ost, sondern Haupttribüne und Gegengerade, weil die halt gegenüber von der Haupt ist und weil die sowieso gegen alles ist. Deswegen sitze ich da ja auch. Ich weiß es nicht. So, und ja. Und diese Ecke heißt zugige Ecke, weil direkt hinter diesen Stehplätzen ist keine Wand. Und deswegen weht da der Wind immer sehr stark durch, ne, weil es halt dort offen ist. Und geschlossen ist auch nur die Ecke zwischen Haupttribüne und Südkurve. Da musste nämlich auch, ich glaube, aus Schallschutzgründen musste das irgendwie zugebaut werden. Und da hat sich der Verein gedacht, als das Stadion gebaut worden ist, dann bauen wir da halt eine Kita rein. Also es ist tatsächlich eine Kindertagesstätte mit ganz normalem Betrieb. Also nicht nur während der Spiele kann man da Kinder abgeben zur Betreuung. Ganz im Gegenteil. Sondern einfach jeden Tag ganz normaler Kita-Betrieb und bei Spieltagen dürfen die Kinder natürlich dann auch auf der Kindertribüne sitzen. Ich glaube, das ist ganz geil, da sein Kind in der Kita zu haben.
Also ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen. Sah alles sehr nett aus. Außengelände ist dann, glaube ich, oben auf dem Dach oder so, dass die Kinder auch mal rausgehen können, ohne gleich das Stadion verlassen zu müssen. Und vielleicht können sie auch im Rasen spielen. Ich weiß das nicht. Ich glaube nicht. Ach, der Greenkeeper bestimmt was dagegen, wenn da auf einmal Sandschaufeln im Mutterboden stecken. Naja, macht bestimmt auch nicht so viel Spaß für die Kinder da. Also auf dem Fußballrasen zu spielen und den Rasen nicht kaputt treten zu dürfen. Genau, alle drei anderen Ecken sind offen, das heißt, da kann der Wind durchpfeifen und bei uns pfeift halt der Wind immer richtig durch, deswegen ist es da sehr zugig. Ja, dann war Anpfiff, unsere Mannschaft hat zuerst in unsere Richtung gespielt und nach 7 Minuten stand es schon 1-0 für uns. Dapo Afolayan hat ein schönes Tor gemacht. Die Mannschaft hat sowieso die ersten 20 Minuten wahnsinnig gut gespielt, sehr dominant und überhaupt nicht, also man hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie unter Druck standen und also da war keine Sorge, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn wir hier nicht gewinnen, dann, sondern es war einfach, die hatten richtig Bock. Das war so, ja, Feuerwerk, alle Mann nach vorne. Wir hatten leider ein paar Verletzungssorgen und gesperrte Spieler. Manolis Zaliakas, unser Rechtsverteidiger, hatte beim Spiel beim HSV die gelb-rote Karte gesehen und ist dann entsprechend ein Spiel gesperrt gewesen. Durfte nicht, da darf dann nächstes Spiel wieder mitmachen. Und Philipp Treu, unser angestammter Linksverteidiger, hatte noch Verletzungsprobleme, glaube ich. Ja, da war irgendwas. Hat er nicht das Schienbein gebrochen? Nee, wer war denn das mit dem Schienbeinbruch? Irgendwer hat sich ganz doll was wehgetan. Egal. Und zumindest haben wir halt unsere Standard-Außenverteidiger nicht gehabt. Und auf links haben wir noch den Lars Ritzka, das ist auch ein ganz guter Linksverteidiger, auch wenn der von Philipp Treu da verdrängt worden ist als Stammspieler. Und dann fehlt halt noch ein Rechtsverteidiger und den haben wir nicht so richtig. Und dann haben wir halt einfach Conor Metcalf, der auch schon als Linksverteidiger ausgeholfen hat. Was weiß nicht, er ist dafür gelobt worden. Ich fand, das war ausbaufähig. Ist halt einfach kein Verteidiger. Und der hat dann den Rechtsverteidiger gemacht. Und da spielt er normalerweise auch nur eine Station weiter vorne. Also als rechter Stürmer hat er schon sehr häufig gespielt. Das macht er sehr, sehr gut. Kann auch so offensives Mittelfeld. Und wenn man so einen Außenstürmer als Rechtsverteidiger einsetzt, dann ist irgendwie Angriffsspiel vorprogrammiert, glaube ich. Also es sah einfach sehr, sehr gut aus. Also das könnt ihr auch gerne nochmal wieder machen. Das hat echt Spaß gemacht. Da war sehr viel Power. Ja, allerdings nach 20 Minuten ist es dann so ein bisschen ruhiger geworden. Da hat dann auch Osnabrück mal den Ball bekommen. War aber nie so richtig doll gefährlich. Also wir haben nicht so richtig Angst gehabt. Ja, in der zweiten Halbzeit halt Dabo noch ein Tor geschossen, dann hat Hartl noch ein Tor gemacht. Die waren dann leider halt aber beide auf der anderen Spielfeldseite, da konnte man das gar nicht so genau sehen, wie die Tore gefallen sind. Ich musste es mir dann in der Zusammenfassung nochmal angucken. Und dann gab es in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter für Osnabrück, aber es war halt schon Nachspielzeit und es war halt klar, hey, das Ding haben wir gewonnen, wir sind aufgestiegen. Es war eine mega gute Stimmung. Also selbst, dass dann irgendwie Osnabrück noch einen Elfer bekommen hat, der völlig gerechtfertigt war. Jackson Irwin hat nach dem Spiel gesagt, das hat ihn geärgert, weil er halt immer irgendwie alles richtig machen will. Aber das war dann halt offensichtlich nicht mehr schlimm. Wir brauchen das Torverhältnis nicht. Wir waren schon aufgestiegen quasi. Es war jetzt sehr unwahrscheinlich, dass Osnabrück noch drei weitere Tore schießt nach einem erfolgreich verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit. Und deswegen fand ich es gar nicht schlimm, dass die Osnabrücker auch nochmal jubeln durften. Auch bezeichnend übrigens für den Umgang mit Gästefans am Millerntor. Nicht nur, dass wir deren Hymne zur Begrüßung der Gäste vor dem Spiel spielen, sondern wir verabschieden die Gäste halt auch immer und wünschen eine gute Heimfahrt. Das haben die Stadionsprecher diesmal tatsächlich vor diesem Elfmeter gemacht. In der Erwartung, also man sah schon, die ersten Fans sind dann schon über die Zäune geklettert und warteten quasi an der Spielfeldlinie. Abgeschirmt von ein paar mitfeiernden Orten, warteten halt auf den Platzsturm
Und weil die Stadionsprecher schon wussten, hey, nach dem Spiel ist hier nichts mehr mit großartigen Durchsagen, dann verabschieden wir sie halt schon vor Ende des Spiels. Das fand ich auch total nett irgendwie. Ja, genau. Dann haben sie noch ein Tor gemacht mit dem Elfmeter und dann wurde gar nicht wieder angepfiffen. Dann kam einfach direkt der Abpfiff, nachdem der Elfmeter korrekt eingetragen war in den Spielbogen. Und dann brachen alle Dämme, dann war Platzsturm und eine Megaparty auf dem Millantor-Rasen. Das war wirklich, wirklich toll. Ich bin dann auch mit runtergegangen. Also ich stand dann nicht schon am Spielfeldrand und bin als Erster aufs Spielfeld gelaufen, sondern habe mir den Platzsturm erstmal von oben angeguckt und habe dann gesagt, komm, wir gehen jetzt auch runter. Die anderen Jungs waren da so ein bisschen, nö, wir gucken nochmal. Ich bin dann runter und habe mich da in die Masse getümmelt. War dann irgendwie kurzfristig bei Dapo Afolayan, dem Doppeltorschützen, habe ihm auf die Schulter geklopft, der war da am Fotos machen mit den Fans. Und war auch in der Nähe von Fabian Hürzler, unserem Aufstiegstrainer. 30 Jahre, nee, jetzt 31 ist jetzt, glaube ich, geworden. Unfassbar, was der für eine Karriere hinlegt. Aber ich habe so persönlich keine Bindung zu ihm, deswegen habe ich mich da irgendwie ferngehalten von den Leuten, die ihn auf den Schultern getragen haben. Ich meine, hat er verdient, alles gut, aber es ist halt nicht so meine Lieblingsfigur im Verein. Stattdessen wurde es mir ein bisschen zu voll und ich habe mich dann versucht, aus dieser Traube wieder rauszuschälen. War auch kein Problem. Also es war irgendwie sehr, sehr rücksichtsvoll alles, wie wir da miteinander umgegangen sind. Auf einmal kommt mir Jackson Irvine, unser Kapitän, entgegen. Also er wollte natürlich nicht zu mir, sondern wollte irgendwie, ich glaube, zum Trainer oder ich weiß nicht, wo er hin wollte, zum Feiern. Aber wir gingen wirklich direkt aufeinander zu. Dann haben wir uns einmal schnell umarmt und abgeklopft und das war ein Moment für mich. Also den werde ich nie vergessen, dass ich irgendwie Jackson Irvine nach dem Aufstieg direkt umarmen konnte und das ist alles so schön, weil da auf dem Rasen, dass wir uns wirklich alle einfach nur in den Arm lagen oder auch nicht und abgeklatscht haben oder auch nicht und jeder hat so das bekommen, was er brauchte und was er konnte und was er wollte und das war ein wunderschöner Tag und eventuell hatte ich ein bisschen viel gesungen vorher und geschrien und gejubelt und vielleicht auch ein bisschen viel Alkohol getrunken. Deswegen ist meine Stimme jetzt noch ein wenig belegt, ja. Aber ich habe es dann rausgeschafft und ich bin dann gar nicht wieder auf die Nord gegangen, sondern auf die Gegend gerade, weil es dann ja nach dem Spiel auch egal war, wo ich hingehe und bin dann hochgeklettert zu den Sitzplätzen, weil ich gesehen habe, dass meine Familie danach steht und wartet und schaut und genießt und bin denen da in die Arme gefallen, habe noch die restlichen Leute, die ich da in meiner Ecke kenne, irgendwie abgeklatscht und gejubelt. Ach, das war so schön. Haben ein bisschen noch von oben zugeguckt, haben noch ein paar andere Leute gesucht, aber nicht gefunden, weil die dann schon auf dem Rasen waren. Mein Patenkind und Familie und so. Und dann, ja, sind wir irgendwann auch rausgegangen und haben dann vor dem Stadion noch weiter gefeiert. Haben noch, ein bisschen geshoppt. Noch ein T-Shirt gekauft für mein Kind. Ich habe mir endlich mal eine Kapitätsbinde gekauft. Weiß gar nicht warum. Ich wollte gerne so eine St. Pauli gebrandet. Ja, Marketing halt. Ne? Das ist ja ein Modelabel mit angeschlossener Fußballabteilung. Da habe ich mir eine Kapitänsarmbinde gekauft und mit Regenbogen. Genau. Ja, dann sind wir da aber auch irgendwann abgezogen, weil, also Menschenmasse und war irgendwann auch gut. Dann sind wir in die nächste Menschenmasse gekommen, nämlich auf dem Hafengeburtstag. Wir parken ja bei Fußballspielen meistens bei Blum und Voss. Das ist auf der Südseite vom alten Elbtunnel. Wir haben einen sehr großen Parkplatz. Meistens sind auch außenrum noch Parkplätze, aber an Sonntagen brauchen die den Parkplatz nicht. Die haben mittlerweile auch die Schranke abgebaut. Da steht auch gar kein Schild mehr, dass es nur für Betriebszugehörige ist. Ich glaube, es ist halt mittlerweile akzeptierte Praxis, dass wenn ein Fußballspiel ist, dass dann eben auch ein paar Autos da auf dem Parkplatz sind. Interessanterweise, jetzt war halt Hafengeburtstag und dann stehen da auch ganz viele Campingwagen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass es jetzt auch ein Campingplatz ist. Ob das so akzeptiert und toleriert ist, dass die Leute da also wohnen irgendwie für eine Woche, weiß ich nicht. Aber egal, ist ja nicht meine Firma, Blum und Voss. Können die ja, falls da jemand arbeitet und Bescheid weiß. Ich hatte da vor vielen Jahren mal angerufen und gefragt, ob ich einen Parkausweis bekommen kann, so als Gastparker. Und das war leider nicht möglich. Also auch nicht gegen Bezahlung hätte ich da parken dürfen. Mittlerweile, wie gesagt, ist die Schranke abgebaut und auch das Schild ist abgebaut. Und dann stelle ich mich da jetzt halt manchmal einfach hin.
Ich glaube, ich nehme da kein was weg. Da sind auch immer reichlich Parkplätze noch frei. Ja, falls das nicht in Ordnung ist, meldet euch mal, kriegt ihr eine Kiste Bier als Entschädigung. Genau. Nee, und da wollten wir hin, aber auf dem Weg dahin mussten wir natürlich dann über den Hafen Geburtstag und haben wir noch kurz im Überquell halt gemacht, eine Pizza gegessen. Das war sehr laut, weil drumherum natürlich ganz viel Gedöns war, und das Überquell selbst hat halt eine kleine Bühne, wo dann DJs auflegen, und direkt daneben ist ja der Golden Dingsbums, der goldene, ja, wie heißt denn der Club? Ah. Stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Muss ich jetzt wirklich Google Maps aufmachen, um rauszufinden, wie das hieß? Während ich überlege, mache ich mal Google Maps auf, scroll mal dahin. Da ist der alte Elbtunnel. Da ist das Störtebeker Restaurant. Onkel Otto? Nein, das meine ich aber gar nicht. Fahrschule am Hafen? Nein, das ist auch Quatsch. Wo ist denn? David-Treppe? Nanu? Also St. Pauli Hafenstraße? Da muss doch. Wie ist das denn hier eingetragen? Wo ist denn die Hafentreppe, die, wo man so rübergehen kann? Überquell, da ist das Überquell. Das sollte sein. Golden Pudel. Der goldene Pudel, genau, Golden Pudel Club. Die hatten halt auch so eine Techno, oder was weiß ich, Trance, Drum and Bass. Ich habe keine Ahnung, wie diese Musikrichtung heißen. So eine Bühne, wo irgendwie laut was ließ und lief, und beim Überquell lief halt auch was. Aber man konnte ja gut sitzen, noch ein bisschen trinken und dann eine Pizza essen und dann nach Hause torkeln. Und es war einfach nur schön. Ja, ich meine, was für eine tolle Saison, ne? Also, ich sagte ja schon, mit Hützler als Trainer bin ich nie so richtig warm geworden. Also menschlich nicht, aber fachlich, sportlich ist er natürlich überragend. Also, wie er die Mannschaft eingestellt hat und Bornemann, was der für einen Kader zusammengestellt hat und so mutige Entscheidungen trifft, wie ja, wir nehmen ja mal diesen 29-jährigen Co-Trainer von Timo Schulz, den wir gerade rausgeworfen haben oder beurlaubt oder freigestellt, und machen ihn zum Cheftrainer. Das ist schon sehr mutig gewesen. Und anscheinend hat Fabian Hürzler ja nicht nur fachlich großartig Ahnung, sondern er schafft es ja auch, sein Team, also er redet immer von seinem Staff. Das sind halt da die anderen Mitarbeiter alle, ne? Also das Trainerteam und Athletiktrainer und Physios, und da gehören halt ganz, ganz viele Leute mit dazu, zu so einem Erfolg. Das sind halt nicht nur die 11 Spieler auf dem Platz und der eine Trainer daneben, und vielleicht noch der Co-Trainer. Vielleicht noch der Sportdirektor. Das ist halt eine relativ große Gruppe an Menschen, die alle irgendwie gut ineinander greifen können. Und ich glaube, als Cheftrainer, also Sportdirektor ist natürlich dann der disziplinarisch Vorgesetzte von den allen am Ende. Aber als Cheftrainer musst du eben auch dieses Team, diesen Staff irgendwie zusammenhalten und die richtige Richtung vorgeben. Du trägst halt sehr viel Verantwortung, und das kann er offenbar gut. Also ich habt ihr jetzt zumindest keine Verstimmung gehört, dass er irgendwie ein Scheißtrainer ist oder ein schlechter Führer oder so, sondern der scheint da irgendwie einen sehr kollaborativen, fairen Umgang miteinander zu machen, aber auch klare Richtung vorzugeben. Und das ist natürlich wichtig. Genau, genauso wichtig wie auf dem Platz natürlich, dass irgendwie wichtig ist, dass alle sich aufeinander verlassen können, wenn es dann mal zu Ausfällen kommt wegen Sperren oder Verletzungen, dass dann eben niemand sich hängen gelassen hat im Training, weil er nicht zur Stammelf gehört, sondern da ist, wenn man ihn braucht. Also Adam Zegarra zum Beispiel ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Wenn er gebraucht wird, ist er halt sofort da und sofort verlässlich. Spielt halt leider nicht auf einem Niveau wie ein Erik Smith oder ein Hauke Wahl oder ein Carol Metz, deswegen sind die drei halt in der Innenverteidigung gesetzt, weil die halt wirklich ganz, ganz tolle Leistung gemacht haben dieses Jahr. Auch mit Vasil zusammen. Ich glaube, ist ja auch häufig unterschätzt, wie wichtig das Zusammenspiel von Torwart und erster Verteidigerkette ist. Bei uns sind das ja die drei Innenverteidiger und dann die beiden Außenverteidiger. Ich weiß aber nicht, ob das Fünferkette oder Dreierkette ist. Ist ja auch wurscht. Die müssen sich gut verstehen. Also nicht nur im Aufbauspiel, was wir ja dieses Jahr zelebriert haben, dieses langsame Rausspielen im Dreieck, sondern natürlich auch im Abwehrverhalten muss die Abstimmung gut klappen. Wer muss wohin laufen? Wer besetzt welche Räume? Wer deckt welche Menschen? Das funktioniert halt sehr, sehr gut mit
den Routiniers Erik Smith und Hauke Wahl, und Carol Metz ist einfach ein mega toller Spieler. Und da hatte Adam Zwigawa das leider sehr schwer, aber wurde halt dann doch ab und zu mal gebraucht und ist halt sofort da und hat einfach mega gut mittrainiert. Ja. Das ist dann wichtig, dass dann irgendwie alle Spieler, auch wenn sie halt auf der Bank sitzen, perfekt vorbereitet sind und sich gut vorbereiten, so als ob sie jede Woche spielen und dann nicht enttäuscht sind, sich nicht hängen lassen, wenn sie halt nicht jede Woche spielen. Ja. Was für eine Saison und was für 18 Monate vielleicht auch, ne? Also seit Hützeler Trainer ist, haben wir halt die Rückrunde, wo er dann Trainer geworden ist, standen wir, glaube ich, kurz vorm Abstiegsplatz und haben dann irgendwie 10 Spiele in Folge gewonnen und waren halt fast nochmal dran, irgendwie am Aufstieg zu schnuppern. Aber das wäre natürlich völlig vermessen gewesen, da gleich durchzumarschieren vom, weiß nicht mehr, 15. Platz waren wir, glaube ich, zur Winterpause. Kann ich ja nachgucken. Wofür habe ich den Kicker hier offen? So, ich habe die iPad-Version offen. Da kann ich das Jahr nicht ändern. Wo kann ich denn hier? Bei der Tabelle kann ich nicht das Jahr ändern. Kann ich denn beim Spieltag das Jahr ändern? Nee, ich kann nicht auf eine ehemalige Saison zugreifen in der Kicker-iPad-App. Das ist ja schade. Finde ich bedauerlich. Solltet ihr mal drüber nachdenken. Übrigens, ja. Egal. So. Haben wir es halt in der letzten Saison knapp verpasst, aber haben halt eine großartige Rückrunde gespielt. Ich glaube, ich muss jetzt doch nochmal eben meinen Rechner holen. Einen Moment mal eben. Okay, jetzt habe ich es hier vor mir. Also am nach dem 16. Spieltag der vorherigen Saison 2022, da haben wir übrigens unentschieden gegen Holstein Kiel gespielt. Ist auch ungewöhnlich, dass dann nach einem unentschiedenen Trainer rausgeworfen wird, aber hat halt nicht gereicht. Ne? Wir waren zwar mit diesem Unentschieden vom 16. Platz auf den 15. vorgerückt, aber punktgleich mit dem 16. und dem 17., also punktgleich mit dem direkten Abstiegsplatz, das war damals Nürnberg. Und ja, da ist dann halt Schulle beurlaubt worden und dann ist Hützler Trainer geworden. Das erste Spiel unter Hützler war dann das Auswärtsspiel in Karlsruhe, 4-4. Wahnsinn. Da merkte man schon, nee, das stimmt gar nicht, das war gar nicht unter Hützler. Ja, ich habe mich eben schon gewundert, weil die ersten 10 Spiele unter Hützler haben ja gewonnen. So, das heißt, das 17. Spiel der Hinrunde, das letzte Spiel der Hinrunde, was ja im Januar war, war noch unter Schulz. Und das war das 4-4. Genau. So, und dann kam erst der 18. Spieltag, also der erste Spieltag der Rückrunde unter Hützler. Und das war dann gewonnen. Genau, so. Und dann kam halt 10 Siege in Folge. Was für ein Auftakt. Auswärts in Nürnberg gewonnen. Und dann seitdem haben wir ja eine exzellente Serie gehabt. Also sowohl in der Rückrunde von der letzten Saison, wenn man da nochmal auf die Abschlusstabelle guckt, da waren wir auf Platz 5. mit 58 Punkten und der HSV ist in die Relegation gekommen mit 66 Punkten. Da hätten wir also viel früher nochmal irgendwie Anschluss finden müssen. Ich glaube, am 31. Spieltag haben wir auswärts in Darmstadt 3-0 gewonnen und waren auf 4 Punkte an den HSV rangerückt, was ja durchaus noch machbar gewesen wäre, wenn die letzten 3 Spieltage irgendwie für uns gelaufen wären. Aber am 32. Spieltag haben wir ein Unentschieden gegen Düsseldorf gehabt und waren dann 6 Punkte hinterm HSV und hätte es halt alles perfekt laufen müssen und haben dann aber gegen Kiel gewonnen und gegen Karlsruhe unentschieden gespielt. Naja, wie auch immer. Also hat halt nicht geklappt. Wann war denn das Derby? War das am 30. Spieltag? Muss ja am 30. Spieltag gewesen sein, fast. Nee, da war
HSV gegen Magdeburg verloren und wir haben wahrscheinlich irgendwas gewonnen. Tobi surft in historischen Fußballdaten rum. 2-1 gegen Bielefeld gewonnen. Wann war denn das Derby? Interessant, interessant. Ach da, am 21.04. Das ist jetzt 29. Spieltag, da haben wir 4-3 beim HSV verloren. Da war dann gerade das Silpion-Kicker-Turnier im Millerntor-Stadion, während unsere Mannschaft auswärts im Volksparkstadion gespielt hat. Interessanterweise war das dieses Jahr wieder so, denn letztes Wochenende, als wir auswärts im Volksparkstadion gespielt haben, haben wir im Millerntor erneut dieses Silpion-Kicker-Turnier gemacht. Das wird nächste Saison nicht so sein, weil es nächste Saison kein Auswärtsderby am Volkspark geben wird, denn wir sind aufgestiegen und der HSV kann nicht mehr aufsteigen. Ja, so, diese Saison, was für eine Saison, genau. Ging ganz gut los, Hinrundentabelle. Wo kann man das hier sehen? Da waren wir Zweiter. Ne? Das war dann, Kiel ist ja Herbstmeister geworden und wir waren 2 Punkte hinter Kiel. HSV Dritter mit 31 Punkten, also immer so 2 Punkte Abstand. Und jetzt in der Rückrundentabelle müssten wir eigentlich theoretisch auf Platz 1 sein, genau. 33 Punkte in der Rückrunde gemacht. Karlsruhe auch mega gute Rückrunde und eben Düsseldorf, also die haben massiv aufgeholt. Die waren Vierter in der Hinrunde mit 30 Punkten und haben jetzt nochmal 30 Punkte gemacht in der Rückrunde und sind halt auf Platz 3 und bleiben da auch. Die werden also definitiv die Relegation spielen. Ja, und was man ja eigentlich erwartet beim FC St. Pauli, wenn man Fan ist, ist, dass wir so eine dänische Spielweise haben. Also in Dänemark, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, da geht so eine Saison immer von Januar bis Dezember. Also die haben Kalenderjahre für ihre Saisons und der Meister wird im Dezember gekrönt oder so. Oder also im Winter. Vielleicht auch schon im November, ich weiß es nicht. Das ist ungewöhnlich, aber für uns wäre das eigentlich immer ganz gut gewesen, weil wir auch häufig in einem Kalenderjahr gut gespielt haben und dann im nächsten Kalenderjahr schlecht. So, und das war lange Zeit unser Fluch. Und eigentlich haben wir auch erwartet, dass wir jetzt nach diesem Kalenderjahr 2023, in dem halt alles gut für uns lief, mit dem neuen Trainer Hützler, der irgendwie alles irgendwie ein bisschen besser auf Spur gebracht hat und die Mannschaft halt zu Siegen nach Siegen geführt hat, die Rückrunde, ich habe es gerade ausführlich erklärt, hätte beinahe noch wenigstens zur Relegation gereicht. Erst in den letzten Spieltagen ein paar Unentschieden eingestreut und die Hinrunde von dieser Saison dann eben auf Platz 2 abgeschlossen. Also das war ja auch grandios. Wir haben in der ganzen Hinrunde kein einziges Heimspiel verloren. Das kam dann erst weit in der Rückrunde haben wir dann auch mal ein Heimspiel verloren. Das war dann allerdings auch jetzt erst, wann war denn das? Zu Hause gegen Elversberg, genau. Da war ich leider gar nicht vor Ort, weil mein Patenkind getauft worden ist. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie dann verloren haben. So, bis dahin hatten wir kein einziges Heimspiel verloren, also die meisten gewonnen. Und ein ganz paar Unentschieden gab es auch. Es gab natürlich noch das Pokalspiel gegen Düsseldorf, was dann ja im Elfmeterschießen für Düsseldorf entschieden worden ist. Aber man hat sich darauf geeinigt, dass das nicht eine Niederlage war, sondern das war dann eben quasi das Glücksspiel im Elfmeterschießen. Galt dann nicht als Niederlage. Ja, fantastisch. Also was für eine Saison. Und jetzt dieser krönende Abschluss. Wir sind jetzt auf Platz 1. Weil wir ja gewonnen haben und Kiel nur unentschieden gespielt hat, haben wir sie überholt, einen Punkt vor Kiel. Und jetzt hängt es am letzten Spieltag, wer denn eigentlich Meister der zweiten Liga wird in dieser Saison. Und wir spielen auswärts in Wiesbaden, bei Wien Wiesbaden. Und Kiel spielt auch auswärts in Hannover. Ich glaube, Hannover ist das deutlich schwierigere Spiel. Hannover steht auf Platz 6 mit 52 Punkten. Die könnten mit einem Sieg noch am HSV vorbeiziehen, wenn die denn verlieren. Zu Hause gegen Nürnberg? Nein, zu Hause gegen Nürnberg gewinnt der HSV natürlich und hält den vierten Platz, der leider nur für TV-Gelder wichtig ist und nicht aufstiegsrelevant ist.
Übrigens, ich habe gestern, als wir dann aufgestiegen waren, die meisten Glückwünsche von HSV-Fans bekommen. Also vielleicht liegt es daran, weil so viele in meinem Freundeskreis sind. Mein großer Bruder hier aus dem Dorf, ein paar Leute, auch von Heidi. Übrigens ganz liebe Grüße an Heidi. Ich hoffe, es geht dir gut. Gab ja ein paar Probleme. Aber ich denke an dich und ganz lieben Dank, dass du mir gratuliert hast. Und auf diesem Wege grüße ich dich einfach mal hier im Einschlafen-Podcast, weil ich weiß, dass du ihn hörst. Genau. Und die Tochter Nathalie hat mich auch beglückwünscht, weil sie auch HSV-Fan ist. Und das war alles sehr fair und auch alles, also nicht hämisch oder so, sondern da wurde vom verdienten Aufstieg gesprochen und das war sehr nett. Und tatsächlich fehlt mir auch jegliches Bedürfnis, hämisch über den HSV zu sprechen. Es war irgendwie, sobald wir vom HSV fahren, war das irgendwie komplett weg. Irgendwie diese ganze Rivalität, das irgendwie ist mir jetzt egal. Ich habe mir zwar gewünscht, einmal in meinen Lebzeiten, also das letzte Mal war halt vor 70 Jahren, als es die Bundesliga noch nicht gab, da waren wir einmal vorm HSV in der Abschlusstabelle. Und das jetzt zu meinen Lebzeiten, zu Bestehen der Bundesliga-Welt einmal vor dem HSV abzuschließen, war mein Wunsch. Der Wunsch meiner Frau war, nächste Saison bitte keine Derbys mehr zu haben. Also entweder die steigen die auf oder wir. War so ihr Wunsch. Jetzt sind beide Wünsche erfüllt worden. Und damit ist auch irgendwie gut. Also ich habe jetzt da kein Bedürfnis, schlecht über den HSV zu reden oder mich darüber zu amüsieren, dass es auch im sechsten Anlauf nicht geklappt hat, wieder aufzusteigen. Da gab es natürlich hämische Bemerkungen hier und da, aber ich mag das nicht. Also eigentlich braucht man diese Häme nicht. Man braucht Rivalität und so, vor allem wenn man direkt gegeneinander spielt. Aber ansonsten eigentlich nicht. So, ich wünsche dem HSV tatsächlich eine gute Zweitligasaison. Ich bin so ein bisschen neidisch, weil ich teile mir. Darf ich jetzt wieder nicht sagen. Das ist mir nur so halb legal. Streiche ich, schneide ich raus. ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. So, aber nein, auch mein bester Kumpel und Mitmusiker Christian ist ja HSV-Fan. Und genau, da gab es nur Wohlwollen. Und das ist doch schön. Ja, jetzt sind wir Erster und genau, wenn wir auswärts gegen Wiesbaden gewinnen, dann ist auch egal, wie Kiel in Hannover spielt, dann kriegen wir so eine Meisterschale, die aussieht wie eine Radkappe. Dann müssen nicht mit so einer Fake-Radkappe den zweiten Platz feiern, sondern können als endlich mal als Meister aufsteigen in die erste Liga. Schon der sechste Aufstieg für den FC St. Pauli. Der letzte Aufstieg ist 14 Jahre her. Gestern hieß es von Oke Göttlich, dass wir jetzt 14 Jahre in der zweiten Liga gespielt haben. Das stimmt natürlich nicht, weil wir ein Jahr in der ersten Liga gespielt haben und dann 13 Jahre in der zweiten Liga gespielt haben. Die verfluchte 13 Jahre in der zweiten Liga waren eigentlich nicht verflucht, weil ich mag zweite Liga total gerne. Wenn man mal guckt, gegen wen wir diese Saison gespielt haben, mit Kiel, Düsseldorf, HSV, Karlsruhe, Hannover, Paderborn, Hertha, Fürth, Schalke. Ja gut, Elversberg ist vielleicht nicht so der attraktivste Gegner, aber war halt attraktiver Fußball, der da aus dem Saarland aufgestiegen ist in die zweite Liga und auch bleibt. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt nach Elversberg. Nürnberg, Magdeburg, Braunschweig, Lautern. Wiesbaden als Neuling ist ja abstiegsbedroht. 32 Punkte, ein vor Rostock. Rostock auf dem direkten Abstiegsplatz. Da gibt es natürlich auch St. Pauli-Fans, die dann doch Häme haben gegenüber Rostock und sagen, lass mal auswärts in Wiesbaden verlieren, damit Rostock gesichert absteigt. Das denke ich, ist nicht nötig. Rostock muss zu Hause gegen Paderborn spielen. Das wird schwer genug für die Rostocker da zu gewinnen. Müssen sie erstmal schaffen. Und dann sind sie halt in der Relegation. Ne? Und wer ist da auf dem Relegationsplatz in der dritten Liga? Gucke ich mal eben nach. Jahn Regensburg. Oder Preußen Münster. Die beiden machen das noch untereinander aus. Oder sind die schon fertig? Nee. 37. Spieltag. Einen Spieltag haben die auch noch. Genau. Und ich glaube nicht, dass es das ein Selbstgänger wird. Münster als Aufsteiger ist auf dem zweiten Platz. Wahnsinn. Kommen aus der Regionalliga. Und Ulm auch. Das ist ja Wahnsinn. Stimmt. Ulm ist schon aufgestiegen. Als Neuling in der dritten Liga. Gleich Durchmarsch in die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch nach Ulm. Die Spatzen. Da hat meine Patentante gewohnt in der Nähe von Ulm und deswegen kenne ich das Münster und
weiß, was es da mit den Spatzen auf sich hat. Ja, genau, so, deswegen mache ich mir keinen Kopf um Rostock. Und genau, will trotzdem in Wiesbaden gewinnen, um eben die Meisterschale zu bekommen. Ja, tolle Saison. Ich bin einfach nur glücklich. Also das war ein ganz fantastisches Jahr mit dem FC St. Pauli in dieser Saison. Und irgendwie hatte man gegen Ende so ein bisschen das Gefühl, jetzt zieht es sich aber mit dem Aufstieg. Also natürlich haben uns alle das ganze Jahr über den Aufstieg gewünscht, ne? Wenn man mal durch die letzten, kann man hier irgendwie sehen, wie die Platzierung war? Wo kann man denn mal hier die FC St. Pauli Platzierungen? Da gibt's auch bestimmt so einen Verlauf, wo man irgendwie historische Liga-Platzierung. Wann waren wir denn das letzte Mal nicht auf einem Aufstiegsplatz? Ach so, das kann der Transfermarkt, kann das? Aha. Nö, da steht nur die Abschlussplatzierung. Zweite Bundesliga? Nee. Irgendwo muss es das doch geben. Wo waren wir zu welchem Zeitpunkt? Und nicht, das gibt es aber. Ich will nicht Endplatzierung, ich will Platzierung in diesem Jahr, in dieser Saison. Muss ich das jetzt manuell machen? Muss ich mich jetzt hier durchklickern? Gibt es hier irgendwas? Nee. Mann. Na gut. Dann mache ich das hier. Also, erster Platz, zweiter Platz, erster Platz, zweiter Platz. Die letzten Tage, die letzten Spieltage haben immer den Platz mit Kiel gewechselt. Mal waren wir vorne, mal waren die vorne. Wir waren dann sehr lange auf Platz 1. Wir hatten schon mal 7 Punkte Vorsprung auf den HSV. HSV war auch mal zweiter, Fürth war auch mal zweiter. Das habe ich schon ganz vergessen. Am 19. Spieltag war Fürth irgendwie ganz oben mit dabei. So, am 17. Spieltag, natürlich. Das heißt, die ganze Rückrunde waren wir auf dem direkten Aufstiegsplatz schon mal. Gut zu wissen, so. Und da haben wir dann wieder mit Kiel getauscht. Wie viele Spieltage gab es denn bitte, wo wir auf Platz 1 waren? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt sind wir auf Platz 2. Oh, am 6. Spieltag waren wir zuletzt nicht auf dem direkten Aufstiegsplatz. Da hatten wir nur 10 Punkte. Waren 3 Punkte hinter Düsseldorf auf Platz 1. Und dann HSV, Kiel, Hannover und Magdeburg waren alle vor uns. Am 6. Spieltag. Am 5. Spieltag waren wir sogar nur auf Platz 9. Ich meine, ja, am Anfang der Saison ruckelt sich das zurück. Da war der HSV auf Platz 1. Und Wien, Wiesbaden, Hannover, Kaiserslautern und Hansa Rostock waren vor uns. Wow. Genau. Naja, gut. 4. Spieltag, 6 Punkte. Das ist alles natürlich noch nicht so besonders aussagekräftig. Am 2. Spieltag war sogar Hansa Rostock auf dem 1. Platz. Nicht so aussagekräftig für das Ende der Saison. Ja. Also, sehr, sehr viele Spieltage hintereinander auf den Rängen 1 oder 2 für St. Pauli. Und wenn das mal keine konstante Leistung ist und ein verdienter Aufstieg, dann weiß ich auch nicht. Was gibt's noch Besonderes zu berichten? Ach so, Hertha BSC und Schalke 04, die beiden Absteiger aus der ersten Liga, hatten beide so ein bisschen Probleme. Hertha ging es nicht ganz so schlecht, aber Schalke hat ganz lange Abstiegssorgen gehabt. Sind, glaube ich, auch erst seit dem vorletzten Spieltag, also seit dem 32. oder so, sind sie safe. Am 31. glaube ich. Irgendwie sowas. Da hatten sie dann 37 Punkte. Und mittlerweile reicht das ja schon meistens. Erstaunlich. Also meine Saisonprognose war, dass wir tatsächlich Erster werden. Weil das häufig meine Prognose ist. Da ist natürlich ein bisschen Wunschdenken dabei, aber auch sehr viel Überzeugung. Naja, und die Rückrunde aus der letzten Saison. Ne, wenn man nochmal, geh nochmal auf die letzte Saison und guck da auf Hin- und Rückrunde. So, wie gesagt, wir haben die letzte Saison auf Platz
Tabelle. Auf Platz 5 abgeschlossen, in der Hinrunde auf Platz 15 und in der Rückrunde mit 41 Punkten hatten wir mit Abstand die beste Leistung in der Rückrunde. Also wir waren sozusagen Rückrundenmeister, 41 Punkte. Der nächstbeste war Heidenheim mit 34 Punkten. Also wir hatten 7 Punkte mehr in der Rückrunde letzte Saison als der zweitbeste in der Rückrunde. Erst der FC Heidenheim, der dann ja aufgestiegen ist als Meister der zweiten Liga und sich jetzt tatsächlich auch in der ersten Liga hält. Tolle Leistung für Heidenheim übrigens. Glückwunsch zum Klassenerhalt in der ersten Liga. Wir kommen dann mal besuchen und schauen, ob wir Ähnliches hinkriegen. Ja, unser letzter Besuch in der ersten Liga war ja nur ein Jahr, eher kurz. Genau, so und wenn man mal zurückschaut, dann sind häufig die Mannschaften aufgestiegen, die in der vorherigen Rückrunde ganz oben mit dabei waren. Also wenn man mal guckt in der Rückrunde in der Saison davor, 21-22, da... Ich guck nochmal, war in der Hinrunde waren wir gut. Erster, Herbstmeister und in der Rückrunde hat Werder Bremen die meisten Punkte geholt. Aber Werder Bremen ist ja dann direkt aufgestiegen, ne? Genau, Schalke Werder aufgestiegen und HSV in der Relegation. In der Rückrunde Werder Schalke HSV. Und dann Darmstadt. Also Darmstadt hat auch eine sehr gute Rückrunde gespielt. Sind dann in der Liga drauf, aber nicht aufgestiegen. Na gut, okay. Aber es ist schon öfter mal... Doch, natürlich sind in der Liga drauf. Klar. 21-22 war Darmstadt irgendwie drittbester in der Rückrunde und die anderen drei sind halt auf die Plätze 1, 2, 3 gekommen. Endplatzierung von Darmstadt in der Tabelle... 21-22 war auch Vierter, aber in der Hinrunde haben sie nicht so gepunktet, ne? Was erzähle ich denn da? Da waren sie Zweiter. Na egal, zumindest ist Darmstadt in der Liga drauf, in einem Jahr drauf dann aufgestiegen. Das heißt, wer eine starke Rückrunde spielt, aber nicht aufsteigt, der steigt dann häufig ein Jahr später auf. Gucke ich nochmal, ob diese Theorie stimmt. In der Tabelle 2021, da sind Bochum Fürth und Fürth aufgestiegen und Kiel ist in der Relegation gescheitert. Gucke ich mal auf die Rückrundentabelle. Fürth, Bochum, Darmstadt. Ach Mist, haut wieder nicht hin. Und St. Pauli. Na gut, manchmal haut es hin, manchmal eben nicht. Das ist auch kein Automatismus, dass man aufsteigt, wenn man vorher nicht aufgestiegen ist, aber eine gute Rückrunde gespielt hat. Aber es ist ein Indikator und daran hatte ich mich gehalten. Und deswegen habe ich geglaubt, dass St. Pauli aufsteigt. Außerdem habe ich an Schalke geglaubt. Die haben mich sehr enttäuscht diese Saison. Also was für ein toller Kader und trotzdem nicht so richtig die Performance gebracht, die sie selber gerne gebracht hätten. Und ja, deswegen hat der Tipp mit Schalke nicht funktioniert, aber ich hatte Düsseldorf noch auf Platz 3 getippt und genau da sind sie auch gelandet. Also lag ich zumindest mit St. Pauli und Düsseldorf richtig auf den ersten Rängen. Ja, Ausblick aufs nächste Jahr. Wir müssen uns ein bisschen noch verbessern im Kader. Ich glaube, wir brauchen einen Stürmer. Ich glaube, wir werden noch ein paar Spieler verlieren. Der Herr Hartl hat leider immer noch nicht verlängert. Der wird uns vermutlich verlassen jetzt im Sommer. Das ist sehr schade, aber weil wir ihn gestern nicht verabschiedet haben, gibt's dann bestimmt nochmal ein Abschiedsspiel oder irgendwie eine schöne Aktion. Finde ich schade, ich mag ihn total gern, aber wenn man sich dann nicht entscheiden kann, bei dem Verein zu bleiben, mit dem man gerade aufsteigt, das hätte er längst entscheiden können, vielleicht sollen. Es hieß ja, es soll im April eine Entscheidung, oder ab April, haben sie gesagt, ne? Nicht im April, sondern ab April. Deswegen haben sie sich noch ein Hintertürchen offen gelassen. Vielleicht bleibt er ja doch, aber ich glaube nicht dran. Und der Ersatz dafür könnte Aljoscha Kämmlein sein, den haben wir im Winter geholt von Union Berlin, nur geliehen, aber es könnte ja sein, dass er bleibt, nochmal das Jahr verlängert oder tatsächlich abgegeben wird. Ein ganz junger Spieler, Aljoscha Kämmlein, hat sich aber super präsentiert, leider kein Tor geschossen, hätte ich ihm sehr gegönnt, hat er öfter mal probiert, hat er noch nicht geklappt.
Ob der natürlich Erstliga tauglich ist, mit seinen 19 Jahren oder jetzt 20 vielleicht, mal sehen. Aber auf jeden Fall eine tolle Option. So, in der Abwehr sind wir toll aufgestellt. Wenn da noch einer geht, wäre es natürlich gut, dann entsprechend noch Ersatz zu holen. Erik Smith könnte natürlich weggelockt werden. Der wollte ja im letzten Winter, wollte Stuttgart ihn schon holen. Da konnten wir ihn nur halten, weil wir die Ablösesumme irgendwie besonders hoch gesetzt haben. Gucken, ob das wieder irgendwie klappt. Deswegen ist auch, also es wäre halt wahnsinnig wichtig, den in der ersten Liga zu halten. Der wäre auf jeden Fall erstligatauglich. Wenn der geht, also so sehr ich auch Fan von Adam Sigawa bin, das ist kein Erstliga-Verteidiger. Da brauchen wir noch mehr Qualitäten dann auch im Aufbauspiel. Und noch mehr Robustheit, sowas, was, und so Intelligenz im Aufbauspiel und eine Passpräzision von Erik Smith, das ist halt einfach schwer zu ersetzen. Da müssten wir jemanden holen. Sind auch schon Leute im Gespräch. Zum Beispiel Leo Östigard. Natürlich lustig, wenn wir den zurückholen. Der hat jetzt ein bisschen Erfahrung in Italien gesammelt, aber ich glaube, der ist auch immer zu teuer. Was hat denn Leo Östigard mittlerweile für ein Marktwert laut Transfermarkt. Wie kann ich denn jetzt Östigard eingeben? Da muss ich so ein Östigard. Schreibt man den ungefähr so? Nee. Leo. Ich suche mal nach Leo. Finde ich natürlich Leon Goretzka, Leon Bailey. Ich finde kein Leo Östigard. Leo ist die Gott. Wenn man einfach nach Leo und dann das durchgestrichene O eingibt, spielt in Neapel. 8 Millionen ist sein Marktwert. Meine Güte. Norwegischer Spieler, hat eine Zeit lang bei uns gespielt. Ich glaube eine Saison nur. Und war dann wieder weg. Ist auch schon eine Weile her, 2019. Ja, vor 5 Jahren. Hat dann irgendwie verschiedene andere Vereine durchlaufen. Coventry, Brighton, Genua, Neapel. Ja, das wäre doch mal was, so einen zurückzuholen. Ja, aber keine Ahnung, so Mittelfeld finde ich gut. Hartl, wenn der geht, wäre natürlich schön, irgendwie so einen Spielmacher zu holen irgendwie. Und dann ist natürlich Sturm irgendwie ein Problem. Also Jojo Eggestein ist ein toller Spieler, hat leider nicht so oft getroffen, aber interessanterweise war das gar nicht so wichtig. Als Stürmer musste er vor allem irgendwie für Unruhe sorgen und gegnerische Verteidiger an sich binden. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde, er hat, auch wenn er nicht getroffen hat, sehr gute Spiele gemacht. Auch gestern wieder war das ein tolles Spiel. Kann man nichts sagen. Aber auch, ja, Zoller haben wir letztes Jahr geholt. Das war leider von Verletzungen geprägt irgendwie. Noch kein Erfolg vom Bundesligisten Bochum. Mal gucken, ob der dann nächste Saison ein Bundesliga-Stürmer für uns ist. Maurides und wen haben wir noch vorne im Sturm? Das sind dann eher so die, weiß ich nicht, Kandidaten für nochmal wieder abgeben. Albers, Andreas Albers. Der hat gestern auch noch ein paar Einsatzminuten gekriegt. Ich glaube nicht, dass das ein Erstliga-Stürmer ist. Eggestein, ja, aber nicht alleine. Also da brauchen wir noch mal ein bisschen, da müssen wir noch mal aufbauen auf jeden Fall. Genau. Wenn so der Stamm bleibt an Hauke Wahl, Erik Smith, Karol Metz und Philipp Treu, den haben wir ja letztes Jahr erst geholt. Was steht denn da? Steht nicht, wann er wieder kommt. Was hat er? Steht hier irgendwas, was er sich verletzt hat? Wadenbeinbruch, ja, das ist der, genau. Nicht Schienbein, sondern Wadenbein hat er sich gebrochen. Armer Kerl, so Philipp Treu und Manolis Saliakas als Außenverteidiger. Das ist erstligatauglich, das müsste bleiben. Dann brauchen wir Hartl oder halt einen Ersatz. Aber mit Irvine und Metcalf, unsere beiden Australier. Das wäre toll. Elias Saad ist natürlich eine Erfolgsgeschichte. Ist vor einem Jahr gegen den HSV im Derby eingewechselt worden, hat auch gleich getroffen, auch wenn wir es, wie gesagt, verloren haben. Und seitdem, es ist ein Marktwert, muss man sich mal angucken. Die Marktwertentwicklung war noch vor einem Jahr bei
550.000, jetzt ist der Marktwert bei 3 Millionen. Mal gucken, wenn der natürlich irgendwie dann gerne in Hoffenheim spielen will oder so. Soll er das machen? Sollten wir sicherlich ersetzen. Und ja, dann haben wir relativ viel Stabilität. Wüsste aber nicht, wer dann da unbedingt Tore schießen soll. Jakov Medic steht hier als Gerücht. Der ist ja gerade letztes Jahr erst von uns gewechselt zu Ajax Amsterdam. Hat sich da nicht so richtig durchsetzen können. Hat auch einen deutlich geringeren Marktwert als Leo Østigård. Ist daher wahrscheinlich ein bisschen wahrscheinlicher. Aber naja, aber sich dann bei uns durchsetzt gegen Karol Metz und Hauke Wahl, glaube ich nicht. Ach ja. Nee, genau. Also punktuell vor allem im Sturm nachziehen. Vasil, ja, hatte seine Aussetzer, aber dieses besonders anspruchsvolle Aufbauspiel, was Hürzler irgendwie mit den Jungs eintrainiert hat, es hat halt größtenteils gut gemacht. Und wenn es dann mal ein paar Fehler gibt in diesem Aufbauspiel, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn die dann auch zu Gegentoren führen. Aber die Vorteile, die wir aus diesem Aufbauspiel haben, die sind halt viel, viel größer als die Nachteile. Deswegen halte ich das jetzt nicht unbedingt für einen großen Nachteil. Nee, Vasil könnte auch erstligatauglich sein, das glaube ich schon. Genug rumgenördet über die erste Liga. Wir kommen jetzt mal... Genau, ich bin jetzt Fan von einem ersten Verein. Also noch nicht, aber in der nächsten Saison. Ganz sicher, geht kein Weg mehr dran vorbei. Wie schön. Wir kommen zu Herrn, wie heißt er? Rilke, Rainer Maria Rilke. Endlich sind die ganzen Requieme, wie ist denn der Plural von Requiem? Ist das ein lateinisches Wort? Requiem, wie wäre dann der Plural? Ich habe keine Ahnung, mein Latein ist zu lange her. Ich war jetzt gerade am Vorabend zu Christi Himmelfahrt, das immer ehemaligen Treffen am Gymnasium, wo ich war. Da dürfen dann halt alle Absolventen kommen und ehemalige Lehrer sind auch da. Und ich habe Herrn Krucker getroffen. Der war zwar mein Mathe- und Wert- und Normlehrer, aber eigentlich war er hauptamtlich Lateinlehrer. Ich hatte ihn aber gar nicht in Latein, weil er erst kam, als ich Latein schon abgewählt hatte. War halt nicht mein bestes Fach. Ich mochte Latein als zweite Fremdsprache, weil es mir sehr entgegenkam mit der Logik und der leichten Aussprache. Da wäre Französisch deutlich schwieriger gewesen für mich. Spanisch gab es gar nicht als zweite Fremdsprache bei uns. Das lerne ich ja jetzt mit Duolingo. Und bei Spanisch lernen mit Duolingo hilft mir tatsächlich auch immer noch Latein als romanische Sprache. Egal. So, Requieme sind zu Ende. Jetzt kommt hier etwas, das heißt das Buch der Bilder. Und das Buch der Bilder ist nicht nur ein Buch, sondern zwei. Und jedes Buch dieses Buchs, also des ersten Buchs erster Teil, ersten Buch zweiter Teil, also jedes Buch besteht aus zwei Teilen. Und das vorletzte Gedicht aus dem zweiten Teil des zweiten Buches heißt Requiem. Ich wollte euch nur schon mal darauf vorbereiten. Deswegen musste ich letztes Mal, als ich vorgeblättert hatte, was denn jetzt so kommt, kurz schmunzeln. Jetzt habe ich es erklärt. Wir sind also im Buch der Bilder des ersten Buches, erster Teil, im ersten Gedicht und es heißt Eingang. Wer du auch seist, am Abend tritt hinaus aus deiner Stube, drin du alles weißt, als letztes vor der Ferne liegt dein Haus, wer du auch seist. Mit deinen Augen, welche müde kaum von der verbrauchten Schwelle sich befreien, hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum und alles stellst ihn vor den Himmel. Und stellst ihn vor den Himmel. Wo habe ich denn das alles her? Achso, da steht allein. Nochmal. Hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum und stellst ihn vor den Himmel, schlank allein. Und hast die Welt gemacht und sie ist groß. Und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift und wie dein Wille ihren Sinn begreift, lassen sie deine Augen zärtlich los. Also das ist doch mein Gedicht, das ist doch, das ist, ja,
Ich mag's. Das identifiziere ich als Gedicht, diese Requiem-Geschichten, die ich da jetzt die letzte Zeit so vorgelesen habe, die habe ich irgendwie nicht als Gedicht interpretiert. Aber es war halt Rilke. Und ich wollte ja alle Rilkes vorlesen. Ich habe mich da durchgekämpft. Manchmal muss man hartnäckig sein und wird belohnt, wie in diesem Fall, mit dem Eingang. Sehr christlich, aber ist ja nicht schlimm. So. Kommen wir zu Herrn Goethe. Johann Wolfgang von Goethe ist immer noch in Venedig. Und zwar am 12. Oktober, den 12. Oktober. Augen zu und zugehört. Und ich rutsche immer weiter runter. Jetzt habe ich so richtig meine entspannte Vorlesehaltung. Gestern gaben sie zu St. Lukas ein neues Stück. Linglissimo. Nein, Linglicismo in Italia. Also Anglizismen in Italien oder der Engländer in Italien? Keine Ahnung. Ich kann ja kein Italienisch. Aber Linglicismo. Egal. Vielleicht wird es ja gleich erklärt. Da viele Engländer, aha, in Italien leben, so ist es natürlich, dass ihre Sitten bemerkt werden. Und ich dachte hier zu erfahren, wie die Italiener diese reichen und ihnen so willkommenen Gäste betrachten. Aber es war ganz und gar nichts. Einige glückliche Narrenszenen wie immer, das Übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint und denn doch keine Spur von englischem Sinn, die gewöhnlichen italienischen sittlichen Gemeinsprüche und auch nur auf das Gemeinste gerichtet. Auch gefiel es nicht und war auf dem Punkt, ausgepfiffen zu werden. Die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Platze von Chiozza. Da dies das letzte Stück ist, was ich hier sehe, so scheint es, mein Enthusiasmus für jene Nationalrepräsentation sollte noch durch diese Folie erhöht werden. Nachdem ich zum Schluss mein Tagebuch durchgegangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, so sollen die Akten in rotuliert und den Freunden zum Urteilsspruch zugeschickt werden. Das ist ein schönes Wort, inrotuliert, also wahrscheinlich in so Rollen gepackt. Schon jetzt finde ich manches in diesen Blättern, das ich näher bestimmen, erweitern und verbessern könnte. Es mag stehen als Denkmal des ersten Eindrucks, der, wenn er auch nicht immer wahr wäre, uns doch köstlich und wert bleibt. Könnte ich nur den Freunden einen Hauch dieser leichten Existenz hinübersenden. Ja, wohl ist dem Italiener das Ultramontane eine dunkle Vorstellung, aber auch mir kommt das Jenseits der Alpen nun düster vor. Doch wirken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Nur das Klima würde mich reizen, diese Gegenden jenen vorzuziehen, denn Geburt und Gewohnheit sind mächtige Fesseln. Ich möchte hier nicht leben, wie überall an keinem Orte, wo ich unbeschäftigt wäre. Jetzt macht mir das Neue unendlich viel zu schaffen. Die Baukunst steigt wie ein alter Geist aus dem Grabe hervor. Sie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestorbenen Sprache studieren, nicht um sie auszuüben oder mich in ihr lebendig zu erfreuen, sondern nur um die ehrwürdige, für ewig abgeschiedene Existenz der vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemüte zu verehren. Da Palladio alles auf Vitruv bezieht, so habe ich mir auch die Ausgabe des Galliani angeschafft. Allein dieser Foliante lastet in meinem Gepäck wie das Studium desselben auf meinem Gehirn. Palladio hat mir durch die Worte und Werke, durch seine Art und Weise des Denkens und Schaffens den Vitruv schon näher gebracht und verdolmetscht, besser als die italienische Übersetzung es tun kann. Vitruv liest sich nicht so leicht. Das Buch ist an sich schon düster geschrieben und fordert ein kritisches Studium. Dessen ungeachtet lese ich es flüssig durch und es bleibt mir mancher würdiger Eindruck. Besser zu sagen, ich lese es wie ein Brevier, mehr aus Andacht als zur Belehrung. Schon bricht die Nacht zeitiger ein und gibt Raum zum Lesen und Schreiben. Ja, es klingt fast so, als würde Herr Goethe Abschied nehmen von nein, nur von seinen Aufzeichnungen. Gut, ich wünsche euch allen eine gute Zeit.
Ich hoffe, ihr freut euch mit mir über den Aufstieg des FC St. Pauli. Und falls ihr St. Pauli-Fans seid oder euch für Fußball interessiert, war diese Episode vielleicht nicht zum Einschlafen. Dann hört euch eine ältere an oder hört sie zum Einschlafen und genießen. Wenn ihr HSV-Fans seid, dann nehmt es mir hoffentlich nicht übel, dass es hier so viel um meinen Lieblingsverein ging. Wie gesagt, die meisten HSV-Fans, die ich getroffen habe, waren sehr wohlwollend und haben mir gratuliert und das war ganz schön. Und wie gesagt, bei mir sind alle Bedürfnisse, dem HSV noch mit Häme zu begegnen, hinfortgewischt. Genau. Was für ein Abschied, was für ein Abschluss. Was sage ich denn jetzt eigentlich? Ich wünsche euch einfach allen eine gute Nacht. Schlaft recht viel, denn Schlafen ist wichtig. Ich habe letzte Nacht vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen. Aber ich kann ja vielleicht heute Nacht ein bisschen besser schlafen. Insofern habe ich alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.